Hallo und willkommen bei Timelapse Movie. Ich bin Daniel Ward und habe mich auf die Produktion von Werbefilmen und Zeitrafferaufnahmen spezialisiert. Für Timelapse-Videos benötigt man spezielles Equipment und heute will ich euch den neuen Intervallauslöser LR Timelapse Pro Timer 3 vorstellen, der mir von Gunther Wegner zur Verfügung gestellt wurde. Um wie bei einem Daumenkino mit einer Fotokamera Zeitrafferfilme erstellen zu können, benötigt man neben der Kamera ein Stativ und einen Intervallauslöser, falls die Kamerasoftware hier keine entsprechenden Einstellungen bietet. Damit aus den einzelnen Fotos schließlich ein fertiger Videoclip entsteht, verwende ich die Software LR Timelapse 5. Für den privaten Gebrauch ist die Software übrigens gratis, man hat dann aber einige Einschränkungen. Beispielsweise können dann nur Full-HD-Videos und Sequenzen mit maximal 400 Bildern exportiert werden. Um die einzelnen Fotos zu bearbeiten, empfehle ich Lightroom von Adobe. Die Software ist auch für den Workflow mit LR Timelapse ideal. Doch was macht den Pro Timer 3 so besonders und warum sollte man nicht unbedingt einen Intervallauslöser kaufen, den es schon ab etwa 20 Euro aus China gibt? Gängige Intervallauslöser warten auf Autofokussignale und verzögern dadurch die Aufnahme und es gibt lange Schwarzzeiten. Genau das ist beim Pro Timer 3 nicht so. Gerade der Autofokus sollte bei Timelapse-Aufnahmen sowieso immer am Objektiv deaktiviert werden. Ein Alleinstellungsmerkmal beim Pro Timer 3 sind auch die programmierbaren Intervalle zwischen den einzelnen Aufnahmen. Doch dazu später mehr. Dank zwei Ports kann der Pro Timer 3 auch zwei Kameras gleichzeitig auslösen. Für den Betrieb wird noch ein Kamerakabel benötigt. Dieses wird nicht mitgeliefert. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum passenden Kabel und natürlich auch zum LR Timelapse Pro Timer 3. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der per Micro-USB-Kabel geladen werden kann. Das i-Tüpfelchen wäre natürlich ein USB-Typ-C-Anschluss gewesen, da immer mehr Geräte auf diesen Standard setzen und sich solche Stecker in beide Richtungen einstecken lassen. Auf den ersten Blick ist der LR Timelapse Pro Timer 3 mit rund 190 Euro nicht ganz günstig, doch man muss bedenken, dass dies ein Nischenprodukt ist, welches auch noch in Deutschland produziert wird. Wann habt ihr denn das letzte Mal ein technisches Gerät gekauft, welches Made in Germany ist? Wer professionelle Zeitraffer-Videos erstellen möchte, wird den Komfort des Pro Timer 3 nicht mehr missen wollen und da macht diese Investition sowieso nur einen kleinen Bruchteil aus. Wer etwas Geld sparen möchte, kann für 40 Euro weniger den LR Timelapse Pro Timer 2.5 kaufen. Dieser bietet die gleichen Funktionen, hat aber ein etwas kleineres Display und keinen Drehregler aus Aluminium, erhält aber auch in Zukunft die gleichen funktionalen Firmware-Updates. Mit etwas handwerklichem Geschick kann der Intervallauslöser auch selbst gebaut werden. Gunther Wegner hat dazu eine Do-it-yourself-Bauanleitung ins Netz gestellt und bietet auch die dafür notwendige Firmware gratis zum Download an. Auch dazu findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Die Bedienung ist denkbar einfach. Mit dem Drehrad navigiert ihr euch durch die Menüs, ein Druck auf den Knopf bestätigt die Eingabe, während ein langes Gedrückthalten quasi einen Zurück-Button simuliert oder eine zweite Option anbietet. Im Menüpunkt Timelapse befindet sich der entscheidende Bereich für Zeitrafferaufnahmen. Die Intervalle, die aussagen, wie oft ein Bild geschossen wird, können mit einer halben Sekunde sehr niedrig eingestellt werden. Zudem können die Intervalle sogar in Zehntelsekunden eingestellt werden. Im nächsten Schritt legt ihr fest, wie viele Bilder die Zeitraffersequenz enthalten soll. Unter T steht dann, wie lange ihr warten müsst, bis die Aufnahme im Kasten ist. Darunter erfahrt ihr, wie lange der Zeitrafferclip schließlich wird. Das war's auch schon. Die Aufnahme kann beginnen. Wer eine alte Canon-Kamera besitzt, wie ich hier mit meiner 6D, kann mit etwas Glück die Open-Source-Firmware-Erweiterung Magic Lantern installieren und so die Kamera um einen Intervallometer erweitern. Nach dem Start der Timelapse-Sequenz muss man aber im Gegensatz zum Pro Timer 3 auf Infos im Display verzichten und auch individuelle Intervalleinstellungen in Zehntelsekundenschritten sind nicht möglich. Für neuere Kameras wie die Canon EOS 5D Mark IV gibt es allerdings kein Magic Lantern mehr. Hier noch ein nettes Gimmick beim Pro Timer 3. Unter dem Menüpunkt Tools kann das OLED-Display quasi als Taschenlampe zweckentfremdet werden. Der LR Timelapse Pro Timer 3 kann auch als Fernlöser eingesetzt werden. Ebenfalls spannend, eine geplante Timelapse-Sequenz, die zu einer bestimmten Uhrzeit beginnt.
Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Noch mehr Infos zum Gerät und zu den Menüs findet ihr in meinem Artikel zum ProTimer 3 auf timelapsemovie.de.